Einen wunderschönen guten Tag, Leute, was geht ab? Mein Name ist CWCD und willkommen zu einer weiteren Folge von Free Climbing zusammen mit dem Izzy und dem DNER. Hallo. Hallo, Emiong, hast du etwa gerade gekackt, während du an der Wand hängst? Ja, Leute, guck ich das mal an. Ich bin lebensmüde. Vor allem habe ich meinen Namen zuerst genannt, Leute, bevor das in den Kommentaren steht. Ich meine natürlich mit dem DNER und mit dem Izzy. Freunde, wir haben in der letzten Folge es geschafft. Das letzte Artefakt zu holen, so jetzt bin ich oben drauf. Das letzte Artefakt zu holen, was wir benötigen, um gegen den Endgegner zu kämpfen. Hast du was zu trinken? Ich habe übelst Durst gerade. Ja, ja. Geilo, Schmeilo. Und wir haben schon alles eingepackt, was wir hier so am Start haben. Das haben wir nämlich alles in den Rexi, Schlexi, Smexi hier uns reingegönnt. Da ist alles am Start. Wir haben ganz viele Edelsteine, rot, blau, grün und auch noch das erstarrte Gas hier in pink mit am Start. Ja, und noch so ein paar Kleinigkeiten haben wir jetzt alles eingepackt und haben uns jetzt vorgenommen, heute uns wieder auf den Weg nach Hause zu machen. Raus aus der Höhle hier. Ich muss aber jetzt erstmal was trinken, sonst kippe ich gleich um. So, das gönne ich mir eben. Zack. Dann ist das wieder halb so wild. Und ich packe noch eben, genau, das hier unten in die Leiste rein. Dann haben wir alles eigentlich am Start. Und dann können wir uns jetzt auf den Weg machen. Denn, Leute, hier kann man es auch nochmal sehen, wir haben beide auch noch zwei geile Flugdinos mit am Start. Einmal die Pila und einmal die, wie heißt sie nochmal? Das ist die Rosi. Ah, die Rosi. Oh, Rosi passt aber auch ganz gut, Leute. Und die erleuchten uns jetzt hier einfach den Weg, Leute. Und wir können einfach genau sehen, wo wir hinlaufen müssen. Egal ob Tag oder Nacht. Und ich hoffe, dass die nicht hängen bleiben. Oh, das sieht so nice aus, Freunde. Guckt euch das mal ein. Wir haben einfach so an, wir haben so fliegende Laternen hinter uns. Nur, dass die deutlich schöner sind als einfache Laternen. Die sehen richtig, richtig geil aus, die zwei. Und ja, jetzt ist halt die große Frage, findet Dizzy... Lol, hier ist auch ein Featherlight. Die sind einfach auch hier unterwegs. Und wir zähmen die einfach im gefährlichsten Gebiet. Stimmt. Aber wir haben dann richtig krasse Featherlights. Wir haben die aus dem atomverseuchten Gebiet. Die sind auf jeden Fall die härtesten. Deswegen leuchten die auch am schönsten. Und ich sag mal so, also in der... Wieso ist eigentlich mein Licht hinten komplett orange? Warte, das switch ich erstmal wieder. So ist die klassische Beleuchtung. In der Realität ist es eigentlich so, dass wenn ich nach Hause kommen will oder irgendwie ein Auto suche, was ich im Park, ins Parkhaus gestellt habe oder so, ich komme immer da an, wo ich hin will, ohne drüber nachzudenken. Deswegen laufe ich jetzt hier einfach mal drauf los. Ich hätte es gar nicht thematisieren sollen, dann wären wir wahrscheinlich einfach straight rausgelaufen. Nachher mache ich mir jetzt noch Gedanken. Und laufe einfach mal in die Richtung, weil irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht's bestimmt irgendwie raus oder so. Wie gesagt, im echten Leben klappt es auch immer. Ja, hier nach links irgendwo dann hoch, gucken. Oder? Ich wäre jetzt nach rechts hochgegangen. Ja, hier zu mir. Hier immer weiter hoch, hier. Oh, ach so, ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch eher links lang, ja. Ist wahrscheinlich fast einfacher, selber zu laufen als mit Rexi. Rexi ist irgendwie langsamer, ne? Mit Rexi meine ich Schlexi. Ja, nee, du bist auf jeden Fall besser auf Rexi, aber immer, wenn er keine Stamina hat, kurz weiterlaufen, alleine. Auf jeden Fall besser, echt? Bist du sicher? Ziemlich sicher. Ja, auf jeden Fall. Hey, sonst kannst du ja, ist er nicht schneller und er kann irgendwo festhängen. Okay. Also hier ist jetzt so offen, da hängt er wahrscheinlich nicht so fest. Aber ja, aber wir sind einmal hier. Festhängt, ist das er ist ja safe der Weg nach draußen hier. Wir sind ja, doch einfach schon angekommen. Ja, ja. Ja, oh, entschuldige. So war das nicht gemeint. Ich meine, wir haben es wirklich ernsthaft geschafft, jetzt wahrscheinlich hier direkt den Ausgang zu finden. Ist das hier nicht sogar schon das Stück, wo keine Dinos mehr sind? Ja, genau, eben. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir müssen eigentlich nur dahin gehen, wo keine Dinos sind und das ist dann der Ausgang. Krank. Das sieht mir sehr danach aus. Voll geil. Wir haben so einen geilen Spot dann auch für die Base. Ne? Das ist praktisch zwischen dem Ausgang Voll. Und dem härtesten Gebiet. Voll gut. Und wir haben uns alles Ganze drumherum gespart. Und das ohne Karte, ohne alles. Stimmt. Das finde ich viel geiler, weil klar, sowas wie die letzte Höhle, die haben wir auch mit Karte dann am Ende gemacht. So. Dann läuft es einfach die Karte halt ab und dann ist auch alles einfacher. Aber ich finde es viel cooler, wenn man erstmal versucht, das so zu entdecken. Aber wir haben jetzt viel A kritisiert, vor allen Dingen ich, aber ich muss sagen, was A ganz gut kann, ist, dass man irgendwie, finde ich, oft wirklich da ankommt, wo man hin will. Also selbst wenn man nicht auf die Karte guckt, ich finde vom Feeling her so, wenn man das macht, man hat schon so ein Gefühl dafür, wo könnte man am ehesten langlaufen, wo könnten die Sachen sein und so, ne? Ich meine, ja. Das war jetzt halt wieder am tiefsten Punkt, das war ja wieder so ein Intuitionsding. Wir gehen halt so tief runter wie möglich, man hat direkt die Schlucht gesehen, war eigentlich klar, dass es irgendwo da unten sein muss und dann war es halt dann am Ende vom Wasserfall irgendwie so auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Also das klappt eigentlich immer ganz gut. So, jetzt habe ich gleich. Die Map wurde ja von Fans gemacht, ne? Also von den Fans von dem Spiel. Ja, das stimmt. Das heißt nicht mal die originalen Entwickler. Und wir sind jetzt gleich wieder draußen. Und jetzt ist die große Frage: Ist unser Drache noch vor der Tür? Viele haben nämlich in die Kommentare geschrieben, dass sie ein bisschen Angst haben. Ob der da, dass der da vielleicht nicht so safe steht. Aber der müsste ja eigentlich jetzt da oben sein.
Boah, wie viel Energie hat eigentlich Pila? Die ist die ganze Zeit am Leuchten. Richtig krass. Ich hab dieses Gefühl, die Ladung geht nicht aus. Also. Ist das wieder eine Server-Einstellung? Ich hab nichts umgestellt. Stimmt, die Aufladung ist von 160 auf 160 immer noch. Vielleicht ist das nur im anderen Evaporation so. Ja, ich glaube, hier geht's raus. Ja, krass, deswegen in diese auch andere die Richtung sind wir gar nicht gegangen auch, ne? Wir sind nie in diese rechte Richtung hier gegangen. Ach, da geht's auch noch. Besser ist es, Freunde, merkt euch das. Geht nie in die rechte Richtung. Ihr könnt noch was lernen hier. Naja, ehrlich gesagt sind wir in die rechte Richtung gegangen. Von der, als wir gekommen sind, war es nämlich rechts bei uns, wo wir gegangen sind. Also, müssen wir nicht jetzt hier rechts? Genau, und jetzt... Ach, bist du steil hochgegangen? Nee, ich bin schon da, wo du auch warst, aber hier geht's nicht weiter. Also, schön weiter geradeaus. Genau, und hier hoch, du machst es richtig. Okay. Du musst nur kurz abchecken, dass wir nicht am Wasser passen. Habe ich nämlich gerade noch gesagt, nicht in die rechte Richtung gehen. Wir gehen nämlich in die linke Richtung. Okay, wahrscheinlich, als wir von da gekommen sind, sind wir dann rechts gegangen. Aber jetzt lass uns das nicht auf die Goldwaage legen. Ihr wisst doch, was ich meine, Freunde. Ich weiß zwar irgendwie nicht so richtig, wo du bist. Hinter dir. Okay, irgendwie sehe ich dich nicht. Ja, aber ich habe gerade auf dem Boden, um Stamina aufzuladen. Aber jetzt müsstest du mich sehen. Ich habe ja auch ein Leuchterding hier. Solange du weißt, wo ich bin, hier, ist siehst alles du, gut. Siehst du mich jetzt? Siehst du mich jetzt? Ich lasse extra Rosi fliegen. Nee, ist bei mir irgendwie nicht geladen. Hallo, ich sehe sogar deinen Namen. Oh, Megalag. Hallo. Oh mein Gott, Megalag. Jetzt sehe ich dich. Jetzt wird die Oberwelt wieder geladen. Yes. Boah, Alter, das ist aber echt ein ganzes Stück nach wie vor, ne? Alter, Falter. Ja, das ist krass, ne? Man ist ja wirklich in einer anderen Welt dann einfach. So weit unter der normalen Map. Leute, wenn ihr irgendwelche Insider-Informationen habt, wieso hier so lange kein Gegner kommt und es so eine leere Stelle, so ein leeres Stück hier kommt, dann schreibt mal gerne Bescheid, ob das irgendwas mit dem Serverladen... Oh, Kill Billy ist am Start! Mit 100% Leben, so wie es sein soll. Was geht, Kill Billy? Und jetzt können wir nämlich... Oh nein! Das Inventar geht da nicht klar, ne? Ja, und ich weiß nicht, ob wir das... Aber wir können schon viel in den Drachen. Ich glaube, wir können fast alles in den Drachen tun, oder? Wie schwer ist er gerade? Also wie viel ist er beladen? Ja, so Hälfte, bisschen mehr als die Hälfte. Ne, die exakte Zahl. Wenn du ins Inventar guckst, bei Wade steht da, wie viel er gerade hat. Ach so. Daran können wir gucken, ob es passt in Kill Billy. 362. Ja, das schafft Kill Billy. Passt, ne? Ich glaube schon. Dann lass uns, dann komm mal rüber. Dann flieg mal zu mir. Ja, dann laden wir eben um und testen erst, ob es klappt. So, ich muss den hier irgendwie so ranholen, damit das geht. So. Weil ich konnte gar nicht aufsteigen. Kill Billy, setz dich hin, los! Reiß dich am Riemen! Ich glaube, ich muss ihn einmal mitnehmen hier, weil er genau hier kann man ja eh nicht aufladen. Ich gehe und, Hast du nicht die Landetaste gepfiffen irgendwo? Nee. Weil die landen dann nie so richtig, die Drachen, ne? Die fliegen immer so übelst hoch. Ja. Dann sag lieber, dass er dir nicht mehr folgen soll, dann landet er. Ja, hab ich gemacht. Okidoki. Ich wollte so ein bisschen weg, damit man auch wieder aufsteigen kann, weil so am Eingang von Aberration kann man ja nicht. Ach so. Los, setz dich hin, Kill Billy! Los, komm runter! Ich weiß nämlich jetzt auch wieder nicht mehr, irgendwo kann man ja pfeifen, dass er sich hinsetzen soll. Ja, ich guck die Taste nach. Flugdino landen, da ist es. Ich weise es jetzt zu. Das soll es sein. Er ist los. Gelandet. Okay, gut, dass wir es parallel gemacht haben. Wo ist er denn? Ja. Ah ja. Hallo, Hallöle, hallo Kill Billy, schön, dass du da bist. Lang nicht mehr gesehen. So, dann gehen wir jetzt mal zu Schlexi. Packen jetzt mal die schwersten Sachen hier rein. So, beziehungsweise ich packe einfach alles rein. Was ich hier nur reinpacken kann. So. Das ist mal am Start. Dann kommt das jetzt hier wieder rein in Schlexi Maxi. Tu auch hier parallel alles. Alles rein. Rüber, alles rüber. Alles was rüber. Wir halt mitnehmen wollen, ne? Gibt's Sachen, die wir nicht mitnehmen wollen? Ja, also Kleinkram muss ja nicht unbedingt mitnehmen. Ich nehme alles mit hier. Da alles, was umsonst ist, wird mitgenommen. Alles, was nichts kostet. Die Enterhaken habe ich noch genommen. Verschiedene Pilze, die sammle ich. So, die Bären. Okay, die Bären sind egal. Okay, dann kann ich jetzt hier alles rüberpacken. Dann nehme ich hier meine Kapsli. Und dann geht's rein hier für den Schlexi. Und zack, ist er weg. Und zack, bin ich auf dem Kill Billy. Und jetzt muss ich mir nur noch irgendwie den DNR schnappen. Ich bin schon dran. Bist du drauf? Flieg weiter. Hast du dich festgehakt? Ja. Yeah.
Oha! Ist auch dein Flugi hast du auch mit am Start, ne? Ja. Oh, ich habe meinen Flugi aber nicht am Start. Da folgt dir aber. Oh, der ist aber nicht der schnellste, ne? Ah, doch. Oha, du hängst einfach am. Du hängst einfach hier an dem Flügel dran. Ja, korrekt. Alter, Arme, der hat ein Piercing jetzt. Also die sind schon schnell, aber wenn ich jetzt sprinten würde, würde ich sofort meine Pila verlieren. Aber es geht schon klar, ist ja jetzt auch nicht so weit. Die halten ja das nur, wenn sie irgendwo aufgehalten werden, aber so. Hä, das ist ja viel chilliger, so zu folgen. Boah, ja, Izzy, so hätten wir auch viel leichter in Quetz zähmen können damals. Bin ich verwirrt? Wo ist denn nochmal das Paradies? Ach, da ist das Paradies. Ja, jetzt haben wir uns ja auch mal alle geschrieben. Oh Mann, ich hätte sie einfach auf die Schulter nehmen sollen. Die ist einfach echt dann doch zu langsam. Nein, die folgt dir die ganze Zeit. Ja, aber ich sprinte ja auch nicht. Ich fliege ja die ganze Zeit ultra langsam. Versuch mal zu sprinten. Ja, die hat ja. Die hat ja jedes Mal schon. Oh, die hat ja jedes Mal schon voll. Die ist ja jedes Mal schon voll. Ja, du hast weg. Recht. Du hast recht. Ich habe Angst, aber dass sie da verloren geht. Da müssen wir ein langsames Zurück machen. Aber du kannst auch irgendwo zwischenlanden. Das ist ja, ich hätte auf jeden Fall jetzt hier eben zwischenlanden. Ich glaube, ich bleibe attached. Oh Gott, aber nicht so schnell! Ah! Nein! Daran habe ich gar nicht gedacht. Bist du auf den Boden geklatscht? Oh nein! Volle Kanone, aber ich spawn zu Hause und komme mit einem anderen Dino. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht, dass ich dich da auf den Boden klatsche. Junge! Wahrscheinlich auch noch so ein richtiger Flügelschlag in dem Moment. Flatsch. Ich hab's zu spät gesagt. Freunde. Vielleicht hängt meine Waffe immer noch an dir dran und ich werde so längst gezogen. Oha, das ist ja auch krass. Nee, aber Freunde, wir sind wieder zurück im Paradizle. Boom! Los, ja, Schlexi! Nice. Oh, Leute. Wir können jetzt hier auch wieder ein bisschen Pila fliegen lassen. Die ist auch am Start. Boah, sieht die cool aus. Da komme ich ja gar nicht drauf klar. Und wir sind wieder da. Und wir haben eventuell sogar mehr oder weniger alles das, was wir jetzt brauchen. Zumindest zum größten Teil. Ich habe nämlich hier das Artefakt am Start. Und habe ich mir nicht sogar ein Foto gemacht letztes Mal von den Sachen, die wir alle brauchen für den Endgegner? Ah, hier habe ich es gefunden. Ich habe es doch nochmal im Handy gefunden. Also, wir brauchen einmal das Artefakt des Felsens. Das ist das hier. Das Artefakt des Brutalen. Das ist das hier. Das Artefakt des Torwächters. Das ist das, was wir jetzt, glaube ich, gerade geholt haben, oder? Das Artefakt des Torwächters. Da ist es am Start. Das Artefakt des Zerstörers. Haben wir das Artefakt des Zerstörers? Das haben wir gar nicht, oder? Echt nicht, aber wo soll es das denn geben? Ist das das vielleicht, was irgendwo auf dem Berg ist? Uns fehlt doch das Artefakt des Zerstörers. Ja, das kann wohl sein. Doch, das, genau, das kann sein. Irgendwas ist noch auf dem Berg, wo wir noch easy hinfliegen können einfach. Wollte ich gerade sagen, aber das können wir ja easy holen. Und dann noch ein bisschen Gift Titanbohr, noch ein Giganoto-Herz. Das wird nochmal ein bisschen tricky. Sarko-Haut, Tyrannus-Arm. Aber wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein paar Dinos töten, Leute. Aber dann haben wir eigentlich so ziemlich alles am Start. Das ist jetzt die Frage, wie wir da am besten vorgehen. Ich glaube. Erstmal das Artefakt holen, würde ich sagen. Ich glaube, wir gehen erstmal das Artefakt holen, ne? Dann fliege ich, glaube ich, jetzt nochmal kurz eben los. Was ist mit unseren Drachen? Was soll denn mit unseren Drachen sein? Wo sind die Drachen? Unsere Babydrachen? Oh, warte mal, stimmt, wir haben Babydrachen, ne? Ja. Was war denn nochmal mit unseren Babydrachen? Ich weiß es nicht mehr. Sind die. Ich sehe die nicht. Ich bin hier. Ich weiß, warte mal, wo sollten die denn sein? Die waren doch direkt hier neben. Hier! Oh Gott, ich. Izzy. Komm hierher. Was? Was soll mit denen passiert sein? Komm her. Ja, wie komm her? Ja, guck ich sie an. Nein, wir haben doch jetzt nicht einen 160er Drachen verloren, oder? Guck sie an. Ich hänge im Dino drin. Guck mal, was auf dem Boden liegt. Das ist jugendlicher Drachi Level 20. Der ist echt down. Und hier? Lol. Das war's. Nein. Und was ist hier noch? Warte mal, wer ist nochmal? Rest in Peace. Was ist nochmal mit den zwei anderen? Wir hatten Drachen und was hatten wir noch? Wir hatten Dinos, glaube ich, noch. Was waren denn die anderen beiden? Wir hatten noch zwei Zwillinge. Ach, das waren zwei Rexe. Die sind alle tot. Ja. Nee, die Rexe nicht. Lisa lebt hier. Die ist doch neu. Nein, guck, hier ist auch noch ein Toter. Guck da. Ah, okay. Ah, krass. Aber Lisa hat überlebt, warum auch immer. Aber Lena nicht. 85.
Oh Mann, die Leute haben uns doch in die Kommentare geschrieben. Nein, 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 das sind die Drachen. Nein, nein, hier vorne ist doch auch noch eins. Hier. Aber auch, hatten wir nicht so drei Achen? Jugendlicher Drache, guck. Ja, aber das ist Drachi, waren die drei. Lisa und Lena, ja. Hä, aber die Leute haben uns doch in die Kommentare geschrieben, dass die Hochleveligen länger leben. Und fressen hatten die. Das heißt, die sind gestorben, weil die keine Milch hatten? Ich weiß noch ganz genau, wie uns alle ausgelacht haben, als ich gesagt habe, das sind Hochlevelige, vielleicht sterben die schneller, weil die ein hohes Level haben. Da haben alle gesagt, die Lowleveligen sterben schneller. Was ist denn das? Oh Mann, Alter, als ob jetzt wirklich dieses Riesendrama mit unseren 160er Drachen umsonst war. Aber, also, die haben ja, wir haben ja geguckt, die haben ja nicht richtig Leben verloren eigentlich. Ich frage mich, und es dauert ja nicht so lange, bis die geschlüpft sind, ne? Also bis sie ausgewachsen sind. Und dann sind sie ja, dann leben sie ja. Die sind als Jugendliche gestorben, steht da. Das heißt, die sind nicht mehr Baby gewesen, sondern die sind schon ein bisschen größer gewesen, dann sind sie irgendwann aber halt doch gestorben. Leute, schreibt uns das mal in die Kommentare. Ich bin echt verwirrt. Oder ob das was damit zu tun hat, dass wir zu weit weg waren, dass sie irgendwie Liebe brauchten? Nee. Also die Kleinen sind doch auch von alleine. Wir sind doch bei den Kleinen, also bei den ersten Drachen, mit denen wir jetzt hier gerade fliegen, da sind wir doch auch losgegangen, weil wir Angst hatten, dass die sterben könnten, weil die keine Milch bekommen. Dann sind wir wiedergekommen, die sind fertig geschlüpft, ohne dass wir denen überhaupt jemals Milch oder sonst was gegeben haben. Ja. Bin verwirrt. Wir sind auf jeden Fall tot, das ist klar. Dass sie tot sind, das ist auf jeden Fall safe. 160er Drache, oh Mann. Die wären jetzt so geil gewesen, um die ganzen restlichen Sachen zu machen. Das wäre richtig krass, Alter. Ein 160er Drache, warum ist mir eigentlich so heiß? Wegen der Rüstung? Ja, muss ja eigentlich, aber... Leute, ich fliege gerade jetzt übrigens nochmal zu dem letzten Artefakt, damit wir das auch noch safe haben, damit wir jetzt wirklich hier am Ende dieser Folge wirklich alle Artefakte am Start haben. Und da vorne ist es. Das ist nicht mal der höchste Punkt, oder? Da hinten geht's noch höher. Da vorne ist noch ein grüner. Ist das ein Drop? Ja, muss ja eigentlich. Vorne, hier ist es. Das Artefakt des Zerstörers. Achso, und wir haben dann noch diesen Skin. Der war eigentlich auch ganz cool, ne? Kann man den hier drauf ziehen? Ne, was war denn das für ein Skin? Item-Skin hiermit wird... Achso, das war ein Skin für ein Schwert. Ja. Aber das war das Artefakt des Zerstörers, was uns gefehlt hat, ne? Ja, komisch, wo wir es verloren haben, aber wir hatten es auf jeden Fall schon mal. Hier ist es auch noch ein zweites Mal. Ich nehme deins auch mit, ne? Ach, kann ich ja gar nicht. Oder? Ja, egal, wir brauchen auch nur eins. Oder kann ich das hier jederzeit wiederholen? Tab-Pack ja, und dann... Nee, nee, kannst du nicht. Du kannst es nur einmal tragen. Jedes Artefakt kann man nur einmal tragen. Artefakt. Ist ja egal, brauchen wir ja nicht. Naja, und ja, können wir easy wiederholen. Ja, puh, egal. Auf der einen Seite bin ich super, super und überglücklich, dass wir jetzt hier unsere Dinos am Start haben, einmal auf der Schulter und dass wir all das geholt haben, was wir holen wollten, und zwar das letzte Artefakt. Also das andere, was ich jetzt gerade geholt habe, das hatten wir eigentlich schon. Aber dass wir natürlich jetzt unseren 160er Drachen verloren haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr tragisch. Ohne Kampf, ohne alles. Und wir dachten, dass es geht. Und es war jetzt bestimmt, gab es irgendeinen Kommentar, der es gesagt hat, aber viele haben gesagt, nee, schafft den passt. Also ich habe eher gelesen, dass die Leute gesagt haben, wenn die hochleveliger sind, dann wachsen die viel einfacher auf, weil die quasi resistenter sind, Leute. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist halt die Frage, ob wir uns nochmal Feuerdrachen holen. Wollen wir dieses Drama uns nochmal antun? Haben wir jetzt überhaupt nur noch einen einzigen Drachen? Was ist denn mit dem zweiten Drachen? Nee, wir hatten einen. Der war ja da und der ist ja gestorben bei der Aktion, die anderen zu holen, ne? Ja, wir haben einen einzigen Drachen nur. Das ist natürlich scheiße, dass wir nicht mehr zwei Drachen haben. Ja. Auch zum Töten von allen anderen Sachen, die wir jetzt noch brauchen, ist der Drache eigentlich am chilligsten. Aber wie könnten wir uns denn, die Leute haben auch geschrieben, es gibt ja auch die Feuerdrachen, wie könnten wir uns denn Feuerdrachen holen? Das ist dann wieder super, super schwer, ne? Aber mit welchen Dinos würden wir denn in die Drache dann rein, in die Höhle dann reinfliegen? Ja. Mit einem Drachen und einem Adler oder welche Kombi soll das sein? Adler ist so langsam. In einem Petri, aber der hält ja nichts aus, oder? Ja, ich glaube auch nicht. Also, wenn, dann müsste man es so machen, dass man sich ein Bett da hinstellt, dass man schnell wieder spawnen kann und dann einfach nur rein, Sachen holen und sofort wieder raus. Ja. So, ich versuche jetzt gerade nochmal kurz mit dem Drachen hier, wenn es geht, auf dem Dach zu landen. Oh, lande! Okay, gut, hab's geschafft. Easy. Dann können wir nämlich jetzt hier so ganz entspannt die Sachen unten reintragen, Leute. Dann mache ich das jetzt nochmal eben. Weil, also Petri ist ja mit einem Schlag kaputt, ne? Das ist halt auch das Ding, ja, das Ding. Die sind halt super schnell down. Ich packe hier mal meine Rüstung zurück.
Also ein Knipsi zum Beispiel. Also ich habe gerade geguckt, auch nochmal bei Puffelpuffel hat 230 Leben. Knipsi hat 340 Leben. Das ist halt... Die müssen halt ein, zwei Mal getroffen werden, dann sind sie tot. Ja, das Ding ist nur... Oh. Die sind halt schneller, ne? Die müssen... Oder sind die schneller wirklich als ein Drache? Also wild, gezähmt, ist auf jeden Fall ein Drache deutlich schneller als ein Knipsi. Das auf jeden Fall, ja. Also das ist gar kein Vergleich. Hm. Leute, falls ihr da gute Taktiken habt, schreibt uns das auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Das ist nämlich die Frage, ob wir uns da jetzt tatsächlich doch nochmal einen Drachen gönnen. Ein Feuerdrache wäre schon ganz geil. Wir können die aber natürlich auch anders holen, die Sachen. Ist die Frage, ob wir überhaupt mit dem Drachen kämpfen wollen. Wenn wir das machen, dann nehmen wir zwei Rexe mit Sattel aber natürlich. Und die tanken dann einfach alles dann wieder. Ja, ne? Und die ja, und dann können wir hochklettern auch diesmal. Ich glaube, es ist möglich und es ist viel leichter. Aber die Leute haben uns gesagt, wir sollen reinfliegen. Ja so, ja, aber in die Höhle. Da müssen wir immer fliegen, ja, stimmt. Nee, ich habe jetzt nur gedacht, wir können uns jetzt easy eigentlich Eissachen holen, weil wir nehmen einfach zwei Rexe mit, droppen die da und töten alles. Und wenn gerade mal kurz Frieden ist, klettern wir hoch, anstatt uns da so hoch zu fliegen und diese ganzen Scheiße. Aber wir haben jetzt ja die Kletterhaken. Also Eisdrachen 9 holen wir easy. Ja. Wenn die dann auch noch ein gutes Level haben, im besten Fall, ne? Und da musst du eigentlich mit dem Eisdrachen reinfliegen. Ah, Freunde, ihr dürft uns gerne mal trotzdem eure Taktik in die Kommentare schreiben. Das soll es aber jetzt für heute gewesen sein. Take this auf jeden Fall easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Ich bin sehr happy mit unserem ganzen Aberration Run. Ich finde, der hat echt verhältnismäßig ziemlich gut geklappt. Ohne wenig Drama. Bisschen anti-Dizzy-mäßig. Es gab den einen oder anderen Runterfaller und den einen oder anderen vielleicht etwas unnötigen Tod. Aber ansonsten, glaube ich, hat das im Großen und Ganzen ganz gut geklappt, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Take this auf jeden Fall easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Und morgen um 18 Uhr sehen wir uns dann wieder beim DNR. Bis dann, macht's gut. Und tschüss!